Als Asylbewerber war Uri Jalloh aus dem westafrikanischen Sierra Leone nach Deutschland gekommen. Sein Leben endete in einer Arrestzelle der Polizei in Dessau. Jalloh soll dort trotz Handschellen Feuer gelegt haben. Der Afrikaner starb in den Flammen. Bis heute ist der Fall nicht völlig geklärt. Selbstmord oder Körperverletzung mit Todesfolge, begangen durch Polizisten, die damals Dienst hatten. Das war auch heute die Frage, die das Gedenken überschattete. An Uri Jalloh und an die Nacht vor genau 7 Jahren, in der er in Dessau starb. Die einen, die Polizisten in Dessau-Oslau, sehen sich verleumdet. Für die anderen, die Demonstranten, zumindest einen Teil von ihnen, sind die Ordnungshüter Mittäter. Morden, vertuschen, gedenken, steht auf einem der Transparente. Uri Jalloh klagt an auf einem anderen. Die Polizei will die Plakate beschlagnahmen und ist darin auch nicht zimperlich. Dabei hat das Erinnern an den afrikanischen Asylbewerber Uri Jalloh so friedlich begonnen. In einer Arrestzelle in dieser Polizeiwache ist er durch einen Brand gestorben. Genau 7 Jahre ist das her. Es kann nicht sein, dass ein Mensch unter Polizeigewahrsam für Fremdzug und dafür keine Verantwortlichen gefunden werden. Hier in dem Fall daran zu erinnern, als Medien einfach tatsächlich von allen Institutionen einzufordern, transparent, offen und ehrlich bis auf den letzten Punkt diesen Fall aufzuklären. Dazu steht auch der heute zuständige Polizeipräsident, sagt er jedenfalls allein. Etliche der Demonstranten haben da ihre Zweifel. Ich habe ein Problem damit, dass wir grundsätzlich die Verfahrensweise eines Rechtsstaates in Frage stellen. Wer soll denn sonst Urteile sprechen, wenn ich nicht höre? Nach dem Feuertod Uri Jallohs hatten sich zunächst 2 Polizisten verantworten müssen. Beide Verfahren endeten mit Freisprüchen. Einer allerdings wurde wieder aufgehoben. Ein Dienstgruppenleiter steht erneut vor Gericht. Noch in diesem Monat könnte das Urteil fallen. Unruhe in Dessau-Oslau könnte es aber auch beim Gedenktag 2013 wieder geben.